auf der Suche nach den neuesten Parfüm-News, aber dir werden immer wieder die Parfüms vorgeschlagen, die du bereits kennst. In diesem Video verrate ich dir die absolut neuesten News zu jeglichen Häusern, ob Nische oder Designer. Lass dich hier inspirieren. Starten wir mit Tom Ford. Eine wirklich höchst interessante Person, die 1992 ihre ersten Schritte schon bei Gucci absolvieren konnte und hier direkt als Kreativdirektor eingesetzt wurde. Einmal das Costa Azzurra Parfüm, die Eau de Parfüm-Variante gibt es ja bereits seit 2014, das Rose d'Amalfi, das Rose de Roussy und das Rose de Chine. Nun hat Tom Ford ein weiteres Parfüm am Start und zwar das Noir Extreme Parfüm. Das Original aus 2015 ist ja so ein sehr süß-gommandiges Parfüm, es geht so in Richtung Winter- und Herbstduft und das ist ja tatsächlich auf den Top 10 Parfüms für die Männer. Bei dem Parfüm Noir Extreme Parfüm handelt es sich wahrscheinlich um einen sehr holzigen und sehr würzigen Duft, da hier wirklich sehr viele verschiedene Hölzer enthalten sind und auch Kardamom und Ingwer in der Duftnote vorhanden sind. Wusstest du eigentlich, dass Tom Ford, als er bei Yves Saint Laurent tätig war, mit dem M7 Parfüm einer der allerersten großen Oud-Düfte hergestellt hat, die letztendlich für eine sehr, sehr große Käuferschaft gemacht wurde? Als M7 nämlich 2011 auf den Markt kam, war die Verwendung von Oud noch etwas sehr Seltenes. Übrigens werden wir euch immer auf Instagram auf dem Laufenden halten, wenn es zum Beispiel Neuerscheinungen gibt, die ihr dann gerade kaufen könnt. Am besten also folgt ihr uns auf Instagram. Wo wir gerade bei Instagram sind, auch die durch die Instagram-Bloggerin 2018 entstandene Marke Kajali bringt ein neues Parfüm an den Start. Und zwar geht es um das Lavest Burning Sherry. Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen gourmandigen, fruchtigen Duft, denn hier haben wir Jasmin, Heliotrop, Kirsche und Praline enthalten. Das folgende Label hat mit seinem Fokus auf Leder-Luxuswaren einen sehr stilvollen Ruf erschaffen. Und zwar geht es hier tatsächlich um Coach. Wenn du die Coach-Düfte magst, kannst du dir auf jeden Fall mal Coach Open Road angucken. Das ist ein ganz neues Parfüm für die Herren und wird auf der Homepage als sehr belebend und erfrischend beschrieben. Ich finde, wenn man sich hier die Duftnoten anguckt, erinnert es doch leicht an die Spice Bomb Infrared, da hier auch roter Apfel und Pfeffer enthalten ist, sowie Lavendel und Zeder. Des Weiteren hat Coach ein neues Parfüm für die Frauen entworfen, und zwar das Coach Wild Rose. Dies ist ein sommerliches Parfüm, was in die fruchtig-blumige Richtung geht. Es kommt in der Community nicht ganz so gut an. Es wird hier als blumig-rosiges, fruchtiges Gemisch beschrieben und wird mit leichten Baccarat Rouge-Vibes verglichen. In den 60er Jahren wurde dieses Label durch eine Kreation einer bestimmten Blusenart bekannt, und zwar Cacharel. Cacharels Namen stammt jedoch von einer bestimmten Vogelart, die es nur in Frankreich gibt. Jetzt gibt es zu der Reihe Yes I Am einen neuen Flanker, und zwar das Yes I Am Delicious. Und jeder, der diese Yes I Am Reihe mag, sollte auch hier unbedingt mal reingucken, denn es handelt sich um einen süßen, gourmandigen Duft, der wirklich wieder fantastisch klingt. Ich habe dir ein Rätsel mitgebracht. Welche Band wurde 1994 gegründet und wurde nach dem 1988 passierten Flugzeugunglück bei einer Flugzeugshow auf einer Militärbasis benannt? Ihre Mitglieder spielten zuvor alle in DDR-Bands und ihr Name wurde tatsächlich aus Unwissenheit falsch geschrieben. Richtig, es ist Rammstein. Du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen. Rammstein hat das neue Kokain-Seemann Intense herausgebracht. Das andere Kokain-Seemann, das haben wir ja hier und das haben wir auch schon getestet und das riecht ja extremst nach Fisch im ersten Auftakt. Also das war ja wirklich so ein Duft, der überhaupt nicht geht. Das neue Kokain-Seemann Intense, das hat diese Fischnote zwar auch noch leicht enthalten. Also jeder, der Fisch nicht mag, der sollte da unbedingt die Finger von lassen. Allerdings ist die Fischnote in dem neuen Parfüm nicht mehr ganz so krass enthalten. Also man kann es noch aushalten und im Anschluss wird es auch ein relativ angenehmer Aquat. Des Weiteren hat Rammstein noch ein neues Parfüm rausgebracht und zwar das Weidmanns Heil. Und hier kann man dieses Bild so toll malen, und zwar, dass ein Jäger durch den Wald schleicht, es regnet, er ist im tiefen Nadelwald unterwegs und genau diese Noten könnt ihr hier in dem Flakon riechen. Wenn du dich also für waldige, animalische, holzige, rauchige Duftrichtungen interessierst, dann bist du in dem Flakon hier auf jeden Fall richtig angekommen.
Da solltest du unbedingt mal reinschauen. Auch aus Italien gibt es Neuigkeiten, und zwar von Gritti. Wir durften die Parfüms bereits in der Parfümerie Vollmar testen. Hier liebe Grüße auch an dich, Romy, und vielen Dank nochmal für die professionelle Beratung. Zum einen haben wir das Gritti Beyond the Wall. Dies hat laut Community eine gute Sillage und Haltbarkeit, wird aber gleichzeitig auch mit Alexandria 2 von Xerchow verglichen, plus einer leichten Irisnote. Außerdem haben wir ein eher sommerliches und frühlingshaftes Parfüm, und zwar das You're So Vain. Dies geht eher in die frische, fruchtige Richtung und hat bei der Community nicht so einen ganz einfachen Start. Die Haltbarkeit und die Sillage sind eher mittelmäßig, und unsere Erfahrung mit diesem Duft ist, dass es auch ein sehr leichter Duft ist. Die liebe Romy hat uns dazu allerdings auch erzählt, dass das beabsichtigt ist bei den Kritti-Düften, dass sie eher leichter herkommen. Das hat nämlich den Hintergrund, dass nur der Träger selbst sowie die Menschen, die dem Träger nahe kommen dürfen, auch diesen Duft wahrnehmen sollen. Generell muss man bei beiden Düften gucken, ob sich hier die Preis-Leistung rentiert. Denn wenn man das miteinander vergleicht, könnte das ein bisschen schwieriger ausfallen. Ein weiteres Unisex-Parfüm kommt von der Marke Diesel, und zwar das Diesel D. Hierbei handelt es sich um einen süß-synthetischen Duft, der bei der Community auch eher gemischt ankommt. Es handelt sich um einen sehr gefälligen Sommerduft, der leichte Männer-Duschgel-Vibes mit sich bringt. Also es scheint doch mehr in die Männerrichtung zu gehen. Trotzdem hat das Parfüm eine ganz nette Haltbarkeit und der Preis ist auch okay. Und wenn du noch weitere wichtige News rund um Parfüm haben willst, dann schau doch mal bitte in diese Playlist rein. Bis gleich!